Dafür sollten wir noch genug Holz darum liegen haben. Ja, das sind definitiv mehr als 18 Holz. Was sagt die Munition? Haben wir überhaupt noch Knochenmunition? Nein. Doch, haben wir ein paar. Donkey Bone Bolts, Goat Bone Bolts. Und das meiste, was wir haben, ist Holzbolzen. Ist auch verständlich, weil aus einem Holz machen wir 25 Bolzen, aus einem Knochen nur 5. Wäre auch ein bisschen unfair sonst. Und die schauen sich alle eine Dodging Demonstration an. Gut. Gut, gut. Weisen wir ihnen mal Räume zu, würde ich sagen. Also erst einmal bauen wir Container auf. Cabinets besser gesagt, mit F. Bauen wir jedem ein Cabinet ins Zimmer. So. 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 Und so. Und dann können wir auch gleich mal Betträume draus machen. Assign bed to general. Assign bed to expo. Assign bed to. Oh, der Mechaniker ist mit dem expo verheiratet. Zu expo. Sein Bett to dum 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 dum. Der Hauler ist mit dem Expo verheiratet. Dem Expo. Room ist sein Bett. Das ist Expo 2. Erstmal kommen die 1er Expos. Expo 2, Expo 2, Hauler, 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 Hauler. Expo. Jupp. Das ist sein Bett. Du bist bereits assigned. Sag bloß, ihr beide, seid ihr beide verheiratet. Du bist ein Expo. Expo und Burr, Expo und Farmer, Expo, Expo, okay. Dann brauche ich schon mal ein Zimmer weniger. Sein Bett. Expo. Na, na, na. Noch ein Expo hier. Das ist der einzige Expo übrigens. Ein einzelner Expo mal zur Abwechslung. Expo, jetzt haben wir schon 8 Expos zugewiesen, also fehlen noch 2 Expos. Hauler, Bone, Hauler. Da ist noch ein Expo. So. Assign Bed. Es fehlt noch ein Expo. Ihr seid auch schon. Kind Hauler, Expo, dum, dum, dum. Hauler, Farmer, Hauler, Hauler. Mason. Expo, so. So, jetzt müsste hier ein Expo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und mit dem General sind es 10 Expos. Genau. Und wir haben eine Zwergenkarawane, hoffe ich mal. Jawohl, wir haben eine Zwergenkarawane. Das heißt, alles ist unwichtig jetzt. Wir brauchen einen Trader. Und wir brauchen ganz, ganz dringend Goods. Crafts.
um genau zu sein. So, Crafts. Und ich frage mich gerade, wo die... Wo stehen die noch hier? Ja, die stehen immer noch hier unter dem Gabbro. Ist da eigentlich noch eine Garbage Dump? Ja, die removen wir mal. Remove this zone. Und was wir noch machen müssen, ist unter... Groß B. Nee, Klein B. Mit C Reclaiming betreiben. Hier nämlich noch. So. Die Dinger können reclaimed werden. Gut. Und machen wir hier auch mal die Garbage Dump weg. So. Gut, jetzt können die Bins hier hertransportiert werden. Wenn das schon alle Bins waren. Trading, ja. Gut. Trader wird am Depot gebraucht. Betten sind noch gar nicht in Auftrag gegeben worden, aber das ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Weil die Räume noch nicht ausgeräumt wurden. Gut. Und wir haben ein neues Mandat. Quivers. Wer hätte das gedacht? Quiver. Drei Stück. So, was macht mein Leader? Soldier No Activity. Hm? Okay, der macht gerade gar nichts. Mein Leader ist da oben, der trinkt. Okay. Aber jetzt mal kurz gucken, warum der Soldier keine Aktivität hat. Creature. Healthcare Howling? Warum ist das alles lila? Soldier No Activity. Wunden hat er keine. Okay, der steht da einfach nur rum. Den sollten wir im Auge behalten. Und wir haben immer noch das Hündchen, was vermisst wird. Okay, der Pod ist bald gefüllt. Und sie kommen mit Karren, sehr schön. Was sagt die Battle Axe Schmiede? Die sagt, mein Miner ist noch beim, also mein Smith ist noch beim Minern. Aber hey, er hat schon mal das Miner-Symbol bekommen. Ja, sehr gut. Und die Karren kommen. Jedenfalls ein Karren. Wie viele sind es denn? Merchant, du. Oh, ein Worcester. Und eine Ente und ein Goose. Solche Sachen sollten wir uns mal kaufen. Also ein paar gefiederte Tiere. Ja. Und wir haben mal wieder einen Diplomaten dabei. Und da liegt immer noch das Clay rum. Finish Goods. Ein Coyote Lederdress. Werden nicht hier Ledersachen gelagert? Ach nee, hier wird nur Plant Cloth gelagert. Dann sage ich mal, alle Materialien und alle Qualitäten, nur Metallsachen nicht. So. Oh, es kommen sehr viele Wegen. Sehr schön.
Die fahren in meine Haupthalle ein, wo nebendran noch die Baustelle ist. Und der Leader ist bei einer Party. Na ja, gut, es kommen sehr viele Karren an, die noch entladen werden müssen. Hier geht's runter. Achso, die sind auf dem waren beim Refuse Stockpile. Building Door nebenbei. Jetzt gucken wir mal hier hoch. Hier sind wir auch schon so weit. Also Building. Groß C. Eine Mauer. Und zwar bauen wir erst einmal die langen Mauern hier. Ja, nee, halt so. So. Oh, länger können wir sie gar nicht bauen und da ist etwas im Weg. Granitblöcke, bitte. Und noch eine Mauer. So. Granitblöcke. Noch eine Mauer hier. Granitblöcke. Noch eine Mauer hier unten. Granitblöcke. Und noch eine Mauer. Hier. Aus Granitblöcken. Noch eine Mauer hier aus Granitblöcken. Nein, nicht da. Hier aus Granitblöcken. Und dann brauchen wir noch mehr Mauer. So. Granitblöcke. Die gehen uns langsam aus. Aber für die Mauer dürften sie auf jeden Fall noch reichen. Das war jetzt zu lang. Granit. Noch eine Mauer. Tututum. Granit. Und noch eine Mauer hier oben. Nochmal aus Granit. So. Designation, Chop Down Trees. So, das soll mein General dann machen, wenn er mal in der Freizeit ist. So. Und der Leader ist immer noch beim Dings. Wir sind aber eh noch beim Sachen hin und her bringen. Gut. Ist das schon mal geklärt? Hier oben fehlt noch ein ganz kleines bisschen Wasser. Bis hier überall 6 ungefähr verteilt ist. Würde mein Leader am besten manuell zum Arbeiten schicken. Das geht, glaube ich, sogar irgendwie. Labor Combat. Achso, das kann ich hier ausschalten. Follow. Misc. Inventory Profession. Squad 9. Work Animals. Nein. Ozeanische Palisaden. Nein, nein, nein. Wunden. Nö. Ich muss einfach geduldig warten, bis mein Leader sich mal die Zeit erbarmt. Sind meine Masons mit Building? Ja, gut. Beschäftigt. Entschuldigt die Unterbrechung, liebe Zuschauer, aber irgendwie ist mir gerade das Aufnahmeprogramm abgestürzt. Ja, das kann ab und zu auch mal passieren. Aber ihr habt nicht besonders viel verpasst, vielleicht gerade mal eine halbe Minute, bis ich das jetzt gemerkt habe.
Wir sind immer noch dabei zu warten, dass unser super Leader sich mal auf den Weg macht von der blöden Party.